schaut nicht nur krass aus, sondern es ist wirklich krass. Ich mag schauen, dass ich ohne Bike raufkomme. Und diese Teile hier sind dafür am Arsch, Alter. Ja, es ist echt so. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind gerade am Fuße des Blöckenpasses und da geht es heute auch irgendwie rauf und dann echt eine Überschreitung. Genaueres folgt, aber jetzt wird erstmal Zähnchen geputzt und hier muss man aufpassen, dass man nicht überfahren wird. Wir haben drei Möglichkeiten, also hier Baumwasser, warm, kalt und Trinkwasser. Alles klar. Das ist unser Parkplatz vor bester Kulisse. Saugeil und kostenfrei. Mega sozusagen. Ah, und da hat schon wieder einer keinen Oberteil. Werden wir gleich wieder Nachrichten kriegen. Schnell, zieh dich an, schnell, schnell, schnell. Wir sind schon am Weg den Blöckenpass rauf und im Hintergrund hinter Martin und Vicky seht ihr dann den Rizzo di Timau, genau. Letztes Jahr gemacht am Block. Der ist ein mega cooler Berg. Und jetzt vorher ein bisschen exploren. Und heute probieren wir den kleinen Ball machen. Den schönen Schatten holen. Und schauen, wo wir da mitnehmen. Gebt euch mal die Straße im Hintergrund. Zack, zack, zack. Da haben wir noch ein paar Kurven vor uns. So, jetzt zeige ich es euch mal noch so. Da sieht man eben die ganzen Kurven. Sieht echt beeindruckend aus. Und hier wird gerade nochmal ein Foto gemacht. Sieht jetzt auch geil aus, diese alten Abschlüsse von der Straße, Leitplanken. Mega, sieht so cool aus. Ja, das war ja historisch immer schon gehört von der Brücke. War ja bis 1995 gesichert. Wegen Jugoslawienkrieg noch. Da haben die Italiener alles nicht gemacht, weil die Angst gehabt haben, dass über Österreich da tut man immer schön kommt. Also oben kann man sich sogar beim Museum alles anschauen, echt voll cool. So, oben sind wir zumindest mal auf der Passhöhe. So, kurze Pause. Ich krieg heute ein kleines Frühstück, euch 25 Gramm ist ein langer für den ganzen Tag. Naja. Im Hintergrund sechste Windradl Richtung Österreich und Kärnten. Und darum ist echt ganz cool, da sind mega viele Lost Places. Also auch zum Fotografieren richtig cool. Und für uns geht jetzt da hinten auf den kleinen Ball auf. Mal lange schon im Kopf gehabt, das zu machen. Jetzt probieren wir es einmal aus. Ob es funktioniert, wissen wir nicht. Die Petra hat die Nerven schon verloren, weil die verliert ja Hanuta schon. 10 Uhr in Italien. Was gibt's da? Hanuta. Und ja, das Ganze ist ein Freilichtmuseum eigentlich auf dem Berg oben vom Ersten Weltkrieg. Da war ganz eine extreme Frontlinie und wird dadurch relativ gut befestigt sein. Wir hängen die Touren jetzt zusammen, wir dann einen Doppelpost machen, den GPS direkt mit dem Pizzo di Timau. Dann haben wir beide Varianten, also Blöckenpass, wer mal drüber fährt und kurz Zeit hat, bevor es an die Adria geht, kommt auch noch eine Runde Mineral dran, eine gemütliche. Obwohl Stadtradl eher nicht, glaube ich. Gell? Sollte man schon eher ein Mountainbike nehmen, was sagt ihr? Vielleicht abfahrtsorientiert. Oh, vielleicht ein bisschen was abfahrtsorientiert, also. So, sehr rappel mal Federweg. Gut, packen wir so. Da geht's jetzt rauf für uns. Weg 401. Alpiniweg zum Freilichtmuseum Kleiner Pal. Ja, und da wäre was zum Klettern. Ich höre gerade, wir müssen irgendwo aufpassen. Genau. Der 401 ist super zum Gehen, das ist dieser alpine Weg, die Karten ist echt cool gemacht mit den ganzen Eckdaten zum Orientieren, was man da oben hat. Sind wir jetzt hier, oder? Wir sind da. Und den 401, ab da ist der Klettersteig, aber ich glaube, das ist sogar relativ leicht. Ja, das werden wir erkennen wahrscheinlich. Das wird nicht schlimm. Ich glaube, der. Und dann wird das Gelbe weiter, oder? Das ist knuspriger. Und wir gehen dann das Gelbe um oder probieren den, weil ich glaube, der Aufstieg geht nur durch so einen Kamin durch, das schaffen wir mineral. Oder um und dann fahren wir ab und da euch. Oder man nimmt den noch und fährt so ab. Ah, cool. Und das müsst ihr eigentlich sehen, oder? Das müsst ihr mal sehen, die ganzen Bauten. Hier ist ein cooles Ding nach dem anderen. Das sieht auch mega aus, so halb verfallen. Ersten Böcke, gerne. Da
Darum müssen wir schauen, da gibt es von Vallo Alpino, vom Zweiten Weltkrieg und bis NATO-Geschichte, bis 1995 eine Führung, immer wieder irgendwann Juli, August, jetzt Wochen, glaube ich. Da hängen so einen Generator auf die alten Bunkeranlagen und da funktioniert der Strom und die Umluft. Da waren wir letztes Jahr da, da dann so kochen und ja, Wein gibt es literweise. Alpini-Tag irgendwie meint das. Und da machen sie die ganzen Schießscharten auf, auf der einen Seite sieht man, wenn du schon siehst. Ja, dafür ist der Weitwinkel natürlich so klar, simpel. Da sind alles Öffnungen, dann müsst ihr spülen herum, ist echt cool. Und ich glaube, das war ein geiler Platz zum Fotografieren. Ja. Also weit gekommen sind wir noch nicht, aber hier jagt wirklich ein Teil das nächste. Hier ist jetzt ein Bunkereingang vom Zweiten Weltkrieg. Da, wo Martin und Vicky gerade vorbeigehen. Das sind riesige Anlagen, das hat uns erklärt, der eine Mensch. Das gibt es so einen Verein, die fängt da an und die geht bis auf die österreichische Seite. Das sind, glaube ich, jetzt so 300, 400 Meter komplett durch und da ist der ganze Berg durchlöchert. Und den kann man aber nur aufmachen, wenn es geführt ist. Und da hängt auch schon wieder der nächste. Die Schießkraut, das ist wahrscheinlich unten Eingang. Eingang, ja. Ah, Eingang, ja gut, die Treppe geht drauf. Eigentlich logisch. Geil, oder? Voll. Ja. Voll. Das Rohr lassen noch. Das Wasser. Da schlängeln wir uns jetzt drauf auf unserem 401er. Nicht zu verwechseln mit dem 601er, der ist woanders. Aber schön herum, oder? Absolut. Coole Look. So, das ist unser Weg, den was wir jetzt als Aufstieg gewählt haben. Das war bis jetzt einmal komplett richtig. Der eignet sich ja super zum Abfahren. Also wirklich ein Wahnsinn. Der ist komplett gemauert. Und echt für so einen Mädelswandertag eine super Sache heute. Oder was sagen die Mädels? Genau. Da oben der Petra und oben der Wicke, da oben ist auch alles noch gemauert. Und also richtig krass, was da bewegt worden ist. Jawohl! Und Ausblick ist sowieso Wahnsinn. Zwar zieht es ein bisschen auf, weil es recht flach ist halt. 5 Meter machen wir nicht so viel. Aber es ist einfach nett mit dem Weg. Die einen brauchen ein Seil, du kannst mit dem Radl gehen. Das ist echt eine coole Geschichte darum. Und oh, da geht schon wieder was her. Victoria ist ein bisschen in so einem Bunkerauge. Der Lina auch, die hat auch ein Auge für das. Aber ich sicher, die haben gar nichts und die haben Mötzen schießen um mich. Gesunde Augen halt. Gesunde Augen, ja, das ist die Jugend, die sicher hilft. Ja. Nein, was ich jetzt, die hab drin, mit 19, die hab drin, ist es halt nicht mehr so einfach. Ist es halt, die haben sich am falschen Posttag lang. Heute beim Brennen in der Früh war es ja auch nicht so toll. Oder was? Blöcken, ich weiß nicht mehr. Ist auch wurscht, Hauptsache ich bin drüber. Mit B war es. Ja. Und ja, Temperaturen sind richtig cool heute. Ja. Es ist zwar in der Nacht der Kaltfang gewesen, wir waren in die hohen Tauern, sind wir auch schon durch. Da hat der Petra rausgeteilt, die hat. Neue ich habe ihr rausgeteilt, sie hat einen Vogel geteilt. Und. Nein, Schnee gehabt. Ja. Hier sind wir schon in der ersten Sicherung drin, aber ist noch gut machbar. Jetzt sind wir eigentlich noch weiter oben, aber es sieht gerade wieder fast aus wie eine Hauptstraße im Jahre 1900. Echt cool. Hier ist der komplette Weg hoch gemauert. Echt verrückt. Alles so im Felsen drin. Darauf sieht man jetzt nochmal, wie krass hier alles gemauert wurde. Sieht wirklich absolut geil aus. Und hier wird fotografiert. Auf einmal kommt hier eine Hütte zum Vorschein. Total unerwartet. Und der Weg geht im Schützengraben weiter. Krass, krass, krass. Steinschlaggefahr. Puh. Hier in den Schützengräben muss es ordentlich zugegangen sein. Da stehen innen auch noch Kerzen drin. Und wir passen leider nicht durch, deswegen geht es für uns jetzt ausnahmsweise mal oben drüber. Da sind noch überall diese Schilder. Und genau. Also, oh, ich hänge auch schon im Rucksack. Wow, okay. Das ist wirklich sehr, sehr eng. Krass, da kann man sich aber vorstellen, wie schlimm das denn früher war. Ja, da geht es jetzt weiter für uns
Versicherter Frontsteig, erbaut 1960, rekonstruiert 1986. Das ist unser Geburtsjahr, zumindest von zwei von uns. Und mal schauen. Vielleicht gibt es davon kein Video, weil wir dann anderweitig beschäftigt sind. Aber wenn wir uns oben wieder melden, sind wir hochgekommen. Ja, ich glaube, dass wir durchkommen. Schau mal her. Dass wir durchkommen. Oder was? Ach du Scheiße, da sind die Dinger nicht mehr fest. Es geht da jetzt recht krass da auf. Mein Bike steht noch unten. Ich schaffe das leider auch nicht. Braucht noch ein bisschen Training und Wachstum. Genau. Aber ich bin jetzt fürs Filmen zuständig. Es schaut nicht nur krass aus, sondern es ist wirklich krass. Ich mag schauen, dass ich ohne Bike raufkomme. Und diese Teile hier sind dafür am Ohrhaft leider. Ja, es ist echt so. So, ich probiere es gut dann oder irgendwie. Der Martin hängt jetzt gerade in so einem ganz krassen Teil drin. Aber es geht eigentlich besser wie erwartet. Oh Gott. Da wünscht man sich den Lenker von früher zurück. Eigentlich hätte er am abdrehen müssen unten. Jetzt sehen wir das Ganze von oben. Da haben wir jetzt schon zwei Bikes durchgemurkst. Also der Martin hat seinen schon oben, meins ist durchgemurkt. Meine Bremse schaut dementsprechend blöd aus, jetzt leider ein bisschen abgeschrammt. Aber es hilft ja nicht. Und jetzt kommen die dann eben. Aufstehen, ganz viel gehen. Ganz viel. Also offensichtlich sind wir nicht die ersten Menschen, die jemals hier oben waren. Schaut euch mal an, was da schon gebaut worden ist. Krass. Ja, genau. Ganz geschafft haben wir es noch nicht. So Kleinigkeiten können einen immer ganz schön böse aufhalten. Hier ist nämlich... Ja, aber hier ist zum Teil halt gemauert und dann ist nicht mehr alles so stabil. Deswegen kann man sich auch nicht überall festhalten. Das ist echt ein bisschen tückisch. Hier oben ist alles nett beschrieben, da steht zum Beispiel gerade Doppelkaverne für ca. 20 Mann mit zwei Eingängen. Es sieht aber schon relativ klein aus. Ich meine, gut. Da unten dafür richtig cool der See. Das ist echt einfach beeindruckend. Jetzt sind wir hier innerhalb von der österreichischen Panzerkuppel. Für Beobachterdurchmesser 1,25 Meter. Boah, die Geräusche, wenn der Martin drauf rumsteigt, sind auch nicht ganz so geil. Und hier kann man, wenn man gute Nerven hat, wohl überall durchschlürfen noch. Und auch hier die Seite, ihr seht, das ist alles voll mit Schützengräben. Wahnsinn, hey. Und da drüben eben das Gipfelkreuz. Das ist jetzt die besagte Panzerkuppel von oben. Da lädt die auf. Boah. So, bei uns ist jetzt wieder Jausenzeit. Brot. Wurst. Ein Jause. Ah, Buttermilch. Irgendwann machen wir Salzburger Nuckerl am Platz. Ganz einfach. Lang kann es nicht mehr dauern. Nur nicht so einen Dicklauf machen, dann fallen sie nicht zusammen. Gut, dass du das warst. Ja, ist das so. Oh,
Bad.
gibt's Wasser. Ich bin trocken seit dem Gipfel. Und hier ging es noch ein Stückchen rauf, runter, rauf, runter. Juhu! Normal, oder? Das ist ja nicht normal. Ja, das ist cool.
Bis jetzt schon mal. Hammer, oder? Auf geht's, ab in den Riesengumpen. Leider geil. Mega, oder? Schwimmt schon ganz tapfer, weil warm ist es ja nicht. Essen gelandet. Heute gibt es Nüdelchen und Kalamari und Aperol und Bier. Gut. Kalamari ist sowieso das Geilste, finde ich. Mega. Ja, Dora sowieso. Sehr gut. So, nächste Station, Zelt aufbauen. Jetzt werden wir mal schauen, ob ich alleine so schnell bin wie Martin und Vicky zusammen. Jetzt muss ich mich ein bisschen schleudern, weil gerade eben hat nämlich die GoPro nicht mitgespielt. Dementsprechend bin ich jetzt schon leicht im Verzug. Aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. Wir haben jetzt nochmal umgesiedelt. Ihr seht, mein Zelt ist leicht überdimensioniert, aber ja, lieber groß als klein. Mein Papa hat immer gemeint, was leer steht, want nicht. Und so soll es jetzt sein. Was hat er gemacht? Was leer steht, want nicht. Das stimmt. Hier ist es besser. Damit sind wir aufgebaut und Zähne geputzt für Tag 1 im Friaul. Du, ah? Ja. Deine schauen gelb aus. Hallo? Na, auf jeden Fall hoffen wir auf eine gemütliche und ruhige Nacht. Vorher haben wir schon aus dem Wald so eine Art Grunzen gehört. Das sind die Wildschweine. Wir schwanken zwischen Wildschwein und Hirsch, hast du vorher gehört. Ja, oder hier ist schon da. Und viele Bären sind da. Ja. Ich schlafe auch gerne im Auto. Mein Bus habe ich ja gerade nicht. Wenn es in Friaul kennt, das Ort sollte die ganzen Lebensmittel drin hat. Zentral ist passiert bei der Lina gerade, die hat mehr Platz, die hat die ganze Wurst und alles drin. Und bei den einen sollte die was ganz klar sind, die was eigentlich nicht auszahlen, zu reißen, so wie das. Da zeigt sie klar, das ist. Ja, ich weiß, so groß ich bin. Warte, ich drehe mal kurz die Kamera. So ist unsere derzeitige Zeltaufteilung. Ich filme mit Licht. Ja. Damit hoffen wir, Tag 1 hat euch gut gefallen. Morgen geht's dann wieder weiter, wenn wir die Nacht überstehen. Gute Nacht. Tschüss.